Kapschak. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ein Gedanke apropos Rentenkonzept, Frau Schilke-Ziesing. Wo ist denn Ihres? Ja. Wollen Sie wie Herr Meuthen die gesetzliche Rentenversicherung zerschlagen? Oder wollen Sie eine völkische Rente à la Höcke? Da müssen Sie das mal klären in der Partei und dann können Sie wieder herkommen und über Rentenkonzepte reden. Eins. Blöcken Sie nicht dazwischen, sondern äußern Sie sich sachlich und klären Sie Ihre innerparteilichen Differenzen und dann kommen Sie mit dem Rentenkonzept hierher. Aber zurück zum Thema. Eins vorweg, die knapp 1000 Tafeln im Lande liefern und realisieren eine wirklich gute Arbeit. Sie sorgen dafür, dass noch brauchbare Lebensmittel nicht auf dem Müll landen, sondern bei Menschen, die sie wirklich gebrauchen können. Dafür auch von dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die das vor Ort machen. Klar ist aber, die Arbeit ist sinnvoll, weil dort Leute hingehen, die sonst schwer über die Runden kommen. Das ist ja unbestritten. Und wenn die Zahl der älteren Tafelkunden steigt, ist das ein Hinweis auf ein drängendes Problem. Diese Menschen haben oft eine zu niedrige Rente und scheuen sich ebenso häufig, auch zum Amt zu gehen. Altersarmut ist in diesem Land ein Thema, das ist überhaupt keine Frage. Sie ist kein Massenphänomen, aber sie nimmt zu. Die Zahl derjenigen, die Grundsicherung im Alter beziehen, kann da nur ein Anhaltspunkt sein. Die Studie ist ja eben schon erwähnt worden. Das DIW hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass 60% derjenigen, die Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben, diesen Anspruch nicht realisieren. Aus Unwissenheit, aus Angst, dass die Kinder in Anspruch genommen werden, aber auch aus Scham. Und an diesem Phänomen hat sich leider seit Jahrzehnten nichts verändert. Ich habe mal meine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben. Es ist allerdings ein Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland und einen Sozialstaat wie unseren, dass es Menschen gibt, die trotz Sozialleistungen aufgrund steigender Mieten und Lebenshaltungskosten zusätzlich zur Tafel gehen, weil sie sonst nicht über den Monat kommen. Und es gibt, wie gesagt, viele, die ihren Anspruch beim Staat gar nicht geltend machen, weil sie sich schämen oder weil sie Angst vor der Bürokratie haben. Wir wollen und wir werden künftig vor allem auch denjenigen den Gang zum Amt ersparen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben und die Angehörige gepflegt haben. Denn mit der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung lösen wir dieses Versprechen endlich ein. Und wir wollen den Sozialstaat wieder stärker zum Partner der Menschen machen, damit sie ihn nicht als Obrigkeitsstaat verstehen und erleben, wie das noch viel zu oft der Fall ist. Die SPD hat auf ihrem jüngsten Parteitag mit dem Sozialstaatspapier den Grundstein dafür gelegt. Da heißt es, Leistungen des Sozialstaats sind soziale Rechte, die Bürgerinnen und Bürgern zustehen. Sie sind Inhaberinnen und Inhaber dieser Rechte und keine Bittsteller. Und da heißt es auch, der Sozialstaat hat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eine Bringschuld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Armut beginnt nicht erst mit dem Bezug von Grundsicherung. Armut beginnt viel früher, unabhängig davon, ob die Rente 10, 50 oder 100 Euro über dem Existenzminimum liegt. Wenn man sich keinen Kaffee beim Bäcker, kein Stück Kuchen und keinen Kinobesuch mehr leisten kann, dann führt das zu einem Gefühl der Ausgrenzung. Diesem Gefühl, von der Gemeinschaft, vom Staat im Stich gelassen zu werden, müssen wir Rechnung tragen. Im besten Fall sorgt eine ordentliche gesetzliche Rente dafür, dass die Menschen im Alter ihren einmal erarbeiteten Lebensstandard halten können. Da gibt es noch einiges zu tun, in der Tat, aber wir haben schon einiges auf den Weg gebracht. In den vergangenen Jahren gab es so viele Leistungsverbesserungen bei der gesetzlichen Rente wie jahrzehntelang nicht. Und wir haben auch das Rentenniveau stabilisiert. Gibt es Schlaumeier, die sagen, ja, okay, aber was hat das mit dem Kampf gegen Altersarmut zu tun? Das hat eine ganze Menge damit zu tun. Denn wenn man das Rentenniveau weiter sinken lässt, Frau Schilke-Ziesing, Sie müssten das ja eigentlich wissen, da muss man immer länger arbeiten, um einen Rentenanspruch zu erwerben, der oberhalb der Grundsicherung liegt. Insofern hat die Stabilisierung des Rentenniveaus sehr wohl etwas damit zu tun. Und wir wollen nicht, dass das Rentenniveau weiter sinkt. Mit der Stabilisierung stärken wir auch das Vertrauen in den Sozialstaat.
Die SPD will das Rentenniveau langfristig stabilisieren, um den erworbenen Lebensstandard von Rentnerinnen und Rentnern zu sichern. Und wir wollen auf dem Arbeitsmarkt die Voraussetzung dafür schaffen, dass eine Erhöhung des Niveaus perspektivisch möglich ist. Denn das beste Rezept gegen Altersarmut ist eine gute Arbeitsmarktpolitik, gute Löhne, eine starke Tarifbindung, ein Schutz vor sachgrundloser Befristung und eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns. Das hat auch etwas mit Generationengerechtigkeit zu tun, denn wir müssen heute dafür sorgen, dass es morgen gute Renten gibt. Danke. Vielen Dank, Ralf Kapschak. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Pascal Kober.